An einem Flusslauf, der in früheren Zeiten große Herzog- und Fürstentümer voneinander getrennt hat, wurde ab 1370 eine Burg errichtet. Diese Burg sollte eine steinerne Brücke verteidigen. Die steinerne Brücke diente verlängert mit einem Damm der alten Handels- und Heerstraße als Querungshilfe durch sumpfiges Gelände. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Burg mehrfach verpfändet, ausgebaut und umkämpft. Es fanden hier mehrere Schlachten statt, bei der etliche Menschen teilweise auf grausame Art ums Leben kamen und die Burg trug Zerstörung davon. Noch vor Beendigung des Dreißigjährigen Krieges wurde die Burg nur noch landwirtschaftlich genutzt und die darin befindliche Brauerei stand dabei im Mittelpunkt. Der größte Teil der Burg wurde 2013 in Privatbesitz verkauft. Für den Erhalt der Burganlage setzt sich ein Förderverein ein. Die Burg hat eine sehr bewegte Vergangenheit, hat viel Freud und Leid gesehen. Sollte in den alten Gemäuern tatsächlich noch Energie aus vergangener Zeit vorhanden sein?